heute? Kann man auch fragen, oder? Seid ihr alle hier? Ich höre euch irgendwie gar nicht. Wollt ihr einmal ein bisschen laut sein? Hey! Laut. Nein, nein. Ich weiß, dass das Wetter schlecht ist. Wir haben das eigentlich anders bestellt. Aber das wurde irgendwie abgefangen von der NSA. Weiß ich auch nicht. Bitte, seid einmal richtig, richtig laut. Hey! Sehr gut. Okay, ich will hier eigentlich nur ganz kurz ein paar Orga-Sachen durchsagen. Ich finde es erstmal super geil, dass ihr hier gekommen seid. Wir sind nicht viele, aber wir sind hoffentlich richtig laut und irgendwo muss es hier anfangen. Zur Orga, wir haben hier ein super breites Bündnis eigentlich auf die Beine gestellt. Angefangen von Digital Courage, Mehr Demokratie e.V. Meldet euch, wenn ich euch irgendwie vergesse. Digitale Gesellschaft ist auch dabei, Netzaktivisten, dann natürlich die Parteien, da haben wir hier die Julis. Möchten die Julis einmal ganz laut sein? Möchte Mehr Demokratie e.V. mal ganz laut sein? Digitalcourage. Ja! Der Paloon, der ist ganz, ganz laut, das ist super. Okay, wie schaut es mit euch anderen aus? Die Grünen haben wir noch an Bord, glaube ich. Ist jemand von der Linken hier? Okay, die Linke ist in unserem Bündnis dabei, offensichtlich nicht so laut gerade. Dann noch eine Frage, ist jemand von der Piratenpartei eigentlich hier? Und ich möchte auf keinen Fall vergessen, die Leute mit den Masken. Einmal ganz laut sein, bitte. Okay, bin euch vergessen. Die Freien Wähler. Ist von den Freien Wählern jemand hier? Ganz offensichtlich. Okay, Leute, ich finde das total super. Lass uns dieses Bündnis weiterführen. Lass uns diesen Protest auf die Straßen in allen Städten tragen und wir können nur noch größer werden. Kleiner geht es, glaube ich, nicht. Jetzt noch ein bisschen was zur Orga, damit ich hier gleich runter bin. Achtet bitte darauf, in dem Zug, der losgehen wird, nachdem wir hier drei Reden hören. Ich soll ein bisschen näher ran, sagt Matthias. Ist das besser? Ja, ich höre nur mich selber so stark, das ist so komisch. Ja, das macht nichts. Okay. Danke. Also es sieht so aus, als erstes wird gleich hier Padelun sprechen von Digitalcourage e.V. Ich weiß nicht, ob die sich mittlerweile geeinigt haben, Niklas Drexler wird auf jeden Fall jetzt sprechen und der Helge, seid ihr hier, seid ihr bei der Bühne? Niklas sehe ich, Helge? Helge ist auch da, okay. Und dann werden wir eine kleine Route machen, währenddessen kommt die Sonne raus. Route geht hier lang. Wir gehen quasi einmal um den Block. Achtet bitte einfach darauf, dass wir keine Leute behindern. Wir haben zwar die Straße für uns, sagt die Polizei, die übrigens auch sehr kooperativ ist. Habe ich noch irgendwas Wichtiges vergessen? Genau. Wenn wir gleich beim Hauptbahnhof sind, dann achtet bitte darauf, dass wir die Gleise einfach frei halten, damit die Leute hier auch noch durchkommen. Wir wollen ja Aufmerksamkeit, aber keinen irgendwie blockieren. Es sei denn, es ist jemand von Blockupy hier. Okay, keine Ahnung. Ich danke euch. Lasst uns einfach weitermachen. Gegen Pilsen. Ab auf die Straße. Danke. Hey! Und guckt euch mal unseren Gallery Walk an. Das haben wir hier so ganz cool gemacht eigentlich. Siegfried, Hans! Siegfried, zieh mal die Leute ein bisschen weiter hier vors Auto. Zieh mal die Leute von da hinten ein bisschen mehr vors Auto. Das ist ja fast wie beim Bungee-Jumping hier reinzuklettern, ja. Gestern habe ich in der Bielefelder Innenstadt zusammen mit anderen Leuten von Digital Courage Flyer verteilt oder Faltblätter als kleine Anleitung zur Selbsthilfe, wie man sich gegen Überwachung, gegen das Beschnüffeln schützen kann. Das Spannende dabei war, mitzukriegen, wie Menschen darauf reagieren. Ihr kennt das ja, man geht durch die Stadt, jemand hält an so einem Zettel hin, man versucht erstmal wegzugucken. Weil man kriegt ja dauernd irgendwas in die Hand gedrückt. Hier war es so, natürlich ähnliche Strukturen, man versuchte erstmal wegzugucken, kriegte dann aber doch mit, es geht darum, sich gegen Überwachung zu schützen, dann stutzten Leute,
drehten sich wieder um, kamen zurück und sagten, ich will den Flyer doch haben. Das waren etwa so 30% der Leute, denen wir das in die Hand drückten. Es gab aber auch Leute, die sagten, nein, ich finde das gut mit der Überwachung. Und das hat mir sehr zu denken gegeben. Wie können Leute es gut finden, überwacht zu werden? Ich bin dann nochmal in mich gegangen. Ich stelle mir das in etwa so vor. Ich bin 16, träume davon, 18 zu sein, um endlich zu Hause ausziehen zu können, weil mir die fürsorgliche Überwachung durch Mami und Papi einfach auf den Senkel gehen. Gut, dann schaffe ich es auszuziehen, bin vielleicht weiblich, ziehe mit einem netten jungen Mann zusammen und dann fängt er an, mein Tagebuch zu lesen, damit ich mich dann sicherer fühle, damit er mal weiß, was ich so denke und tue. Klingt ein bisschen absurd, aber in etwa das erleben wir ja. Wir sind ausgezogen von zu Hause und jetzt kommt der große Papi und erlaubt sich, in alles, was wir tun, hineinzuschauen. Und zwar in tiefste Dimensionen hinein. Es geht nicht mehr so, dass einfach jemand uns überwacht und dann draußen im Auto vor der Haustür sitzt, da habe ich wenigstens noch meinen Schutzraum in der Wohnung. Nein, tatsächlich an allem, was wir tun, an allem, was wir handeln, dadurch, dass wir uns im Internet bewegen, dadurch, dass wir an Geldautomaten etwas abheben, dadurch, dass wir mit Kreditkarten bezahlen, dadurch, dass wir Suchmaschinen benutzen, teilen wir unser Innerstes permanent mit. Und das wird abgeschnorchelt. Nicht nur dadurch, dass Tiefseekabel angezapft werden, nein, auch einfach dadurch, dass es am GX6 wohl eine Standleitung gibt, die direkt zu den Geheimdiensten laufen, darüber, dass über Satelliten Telekommunikationsverbindungen abgeschnorchelt werden, die zwischen Funkstationen laufen. Das ist ein Unding. Und ich sage, das ist... Na, was ist das? Faschismus! Ja, Faschismus, okay, würde ich jetzt noch nicht sagen, aber es ist zumindest ein permanenter Übergriff. Ein permanenter Übergriff auf unser Innerstes, auf unser Leben, auf die Art und Weise, wie wir uns verhalten wollen. Und das sei der Wirtschaft in ihr kleines Büchlein geschrieben, das ist auch permanente Industriespionage. Die Arbeitsplätze gefährdet, sage ich jetzt extra für euch Julis, ja, die dazu führen, dass Ideen, die hier entwickelt werden, plötzlich ganz woanders hin transportiert und vermarktet werden. Dagegen muss man sich wehren, denn eine Welt braucht auch ihre kleinen Geheimnisse, ihren Schutz, ihre kleinen Gruppen, in denen gearbeitet werden kann, etwas entwickelt werden kann. Und es ist wichtig, dass wir nicht die ganze Zeit überwacht werden, denn sonst, und da kann ich auch nur wieder mit dem, ja, viele sagen es schon, fast schon langweilig, mit dem Volkszählungsurteil von 1983/84 kommen, das eben sagt, in einer Welt, in der wir nicht wissen können, wer uns gerade alles überwacht, wer mitbekommt, was wir tun, was wir denken, wie wir uns fühlen, in dieser Welt können wir nicht frei sein und sind für, und das ist ganz spannend, für die Demokratie verloren. Denn Demokratie braucht auch Idioten, die mitmachen können, weil sonst bewegt sich nichts weiter. Also willkommen auch an alle Idioten, alle mal jubeln, die Idioten sind. Hey! Wunderbar, dann sage ich euch, ihr seid keine Idioten, weil ihr seid hier. Idioten sind nämlich die Leute im alten Griechenland gewesen, die das Recht hatten, sich auf dem Marktplatz zu versammeln und an der Politik mitzuwirken, das aber aus Faulheit oder Bequemlichkeit einfach nicht getan haben. Das sind die Idioten und ihr seid definitiv keine. Ihr seid hier, ihr seid laut. Schauen wir mal, wie es wird im 18. Bundestag. Ihr wisst ja, am 22. September ist Wahl. Ich denke, die meisten, die hier sind, wissen, wo sie ihre Kreuzchen machen müssen. Aber ihr Bürgerinnen und Bürger da draußen im Lande, um mal Merkel zu zitieren, ihr solltet euch genau überlegen, welche Überwachungspartei ihr euch wählt. Die SPD, die ist dick drin in Überwachung. Wenn also zum Beispiel Herr Hartmann, der von der SPD, der für Inneres da zuständig ist, weiteren Einfluss bekommt, dann wird die Überwachung weiter heftiger werden. Ja, es ist auch, und das müsst ihr euch auch wissen, wir sind eigentlich nur Partner von kleineren Parteien. Es ist sehr, sehr schwer als kleiner Koalitionspartner, sich gegen die Überwachungsbestrebungen auch der größeren zu stellen. Die Grünen haben das erlebt. Zum Teil mag ich manchmal sagen, vielleicht haben sie sich da auch nicht wirklich gut genug angestrengt. Wenn ich mir Wolfgang Wieland anhöre, der eben sagt, naja, EU-Recht muss umgesetzt werden und deswegen doch sagt, da muss man halt die Vorratsdatenspeicherung umsetzen, dann hat er zwar aus juristischer Perspektive recht, dann ist das auch richtig, dann gehört es auch dazu, dass man
Dinge, die man gemeinsam beschlossen hat, und das sind Parlamente, ein gemeinsamer Beschluss, dann muss man die auch durchsetzen. Das bedeutet aber, dass man diese Verordnungen der EU abschaffen muss, dass sie entweder über den Europäischen Gerichtshof oder durch gewaltige Aufstände der Bevölkerung politisch abgeschafft werden müssen. Wir müssen uns gegen Überwachung aussprechen und wir dürfen nicht zulassen, dass wir Parteien an die Macht bekommen, die das einfach weiter durchziehen, nach dem Motto, naja, kriegt ja keiner so doll mit, dann ist es ja auch egal. So, ich freue mich darauf, dass so viele hier sind und gebe ab an die nächste Rednerin oder die nächsten Redner. Ich weiß nicht, wer dran ist, aber das werdet ihr gleich sehen. Freiheit statt Angst, kommt mit zur großen Demo am 7. September in Berlin. Dort soll es riesig werden. Ich möchte diesmal über 100.000 Leute haben. Ich hoffe, das gelingt. Wir haben extra schon große Plätze reserviert, damit wir uns darauf versammeln können. Und ganz wichtig, vor der Demo, vor der Wahl zu demonstrieren, ist das eine und damit die Wahl beeinflussen zu können. Aber das eigentlich Spannende wird dann sein bei den Koalitionsverhandlungen. Wer immer drankommt, sei es schwarz-gelb, sei es schwarz-grün, sei es rot-rot, orange, grün-gelb, ja, dann setzen sich die Leute zusammen. Dann müssen wir nochmal dastehen. Am 14. Oktober haben wir dazu einen Termin geplant, in dem wir die Koalitionsverhandlungen begleiten und ganz klar machen, das ist mit das wichtigste Thema und ob es jetzt 5 Euro mehr Kindergeld gibt oder nicht, ist dabei erstmal egal. Herzlichen Dank, viel Spaß noch. Akrobatische Höchstleistungen werden hier abverlangt. Liebe Mitstreiterinnen und Mitstreiter, ich spreche hier für die jungen Liberalen und wir sind heute hier, weil wir der Meinung sind, dass mit PRISM und das mit Tempora näher ran ein neues Level der Überwachung erreicht worden ist. Und wenn das, was wir bisher über diese Praxen der Geheimdienste in den USA und in Großbritannien wissen, und das ist ja leider Gottes nicht sonderlich viel bislang, aber wenn das zutrifft, dass hier die Daten von Millionen Bürgerinnen und Bürgern, die E-Mails, die Telefonate, die Nachrichten konsequent und systematisch abgefangen, gespeichert und ausgewertet worden sind, liebe Mitstreiterinnen und Mitstreiter, dann ist das nichts anderes als einer der größten Datenschutzskandale der Bundesrepublik und in Europa. Und deshalb freue ich mich, dass wir innerhalb von so kurzer Zeit ein so großes Aktionsbündnis parteiübergreifend zusammengefunden hat und wir alle hier gemeinsam hier sind und möchte an dieser Stelle die Gelegenheit nutzen, auch Jan Zimmermann nochmal ganz herzlich zu danken für seinen Einsatz, dass das hier alles so gut geklappt hat. Und das, was wir sehen an PRISM und Tempora, das, was hier offenbar wird, das offenbart auch ein Staatsverständnis. Und es offenbart ein Staatsverständnis, in dem Bürgerrechte offensichtlich keinen Wert mehr haben. Und dieses Staatsverständnis, liebe Freunde, das macht mir Angst. Und ich sehe das nicht nur, und ich glaube, wir dürfen uns nicht dazu verleiten lassen, anzunehmen, dass wir in Deutschland auch wesentlich weit davon entfernt sind, dass man solche Zustände erreicht. Und deswegen müssen wir uns auch auf die eigenen Finger schauen und nicht nur ins Ausland. Und ich glaube, deswegen brauchen wir eine aktive Bürgerrechtspolitik. Und die basiert meines Erachtens auf 3 wesentlichen Punkten. Das erste ist Transparenz und das heißt nicht nur eine lückenlose Aufklärung der Vorgänge, die hier vorgefallen sind, sondern Transparenz bedeutet mehr, sondern ein generelles Verständnis davon, wie der Staat mit seinen Informationen umgeht. Und die Bürgerinnen und Bürger, wenn der Staat dem Bürger dient, haben ein Recht darauf zu erfahren, mit welchen Informationen der Staat verarbeitet und auf welcher Basis er seine Entscheidungen trifft. Und deswegen ist, glaube ich, Informationsfreiheit ein ganz wichtiges Anliegen. Und jetzt hat es ja auch in Niedersachsen nach dem Antrag der FDP-Landtagsfraktion Bewegung in diese Sache gekommen. Die Regierungskoalition will sich der Sache annehmen. Ich glaube, das ist ganz sinnvoll, wenn da auch parteiübergreifend man zu einer Lösung kommt und dieses wichtige Projekt vorantreibt. Das zweite ist aber auch, dass wir gegen zentrale staatliche Freiheitseinschränkungen die Stimme erheben. Und deswegen sind wir nicht nur hier, deswegen sind wir nicht nur gegen PRISM und Tempora, deswegen
sind wir auch gegen andere zentrale Freiheitseinschränkungen und andere Projekte, die die Bürgerrechte einschränken. Wir stehen ganz klar gegen die Online-Durchsuchung und Bundestrojaner. Wir stehen ganz klar gegen den großen Lauschangriff. Wir stehen ganz klar gegen die Vorratsdatenspeicherung. Alles dies sind Projekte, wo man zusammenstehen muss und den Wert von Bürgerrechten deutlich machen muss in diesem Land. Und da komme ich zum dritten Punkt. Der Wert von Bürgerrechten in einer Gesellschaft, das ist nicht nur eine politische Frage, das ist auch eine Frage, wie die Bürgerinnen und Bürger das sehen, wie wichtig einem das ist. Wenn mein Vorredner gerade gesagt hat, naja, manche sagen, ich finde das eigentlich gar nicht so schlimm, dass ich überwacht werde. Und wenn wir alle mal nachdenken, wie häufig wir in unserem politischen Einsatz für Bürgerrechte den Satz gehört haben, ja, wer nichts zu verbergen hat, der hat ja auch nichts zu befürchten. Dann müssen wir ganz klar entgegenstehen und sagen, nein, gerade wer nichts zu verbergen hat, der hat eben auch ein Recht darauf, nicht vom Staat auf Schritt und Tritt überwacht zu werden. Und das müssen wir ganz deutlich machen. Und deswegen müssen wir deutlich machen, dass wir den Rechtsstaat nicht bereit sind, aufzugeben für immer mehr Sicherheit. Wenn wir den Rechtsstaat aufgeben für immer mehr Sicherheit, dann verlieren wir nämlich eigentlich das, was wir schützen wollen. Das, was wir durch Sicherheit schützen wollen, ist unser Rechtsstaat. Wenn wir ihn aufgeben, dann haben die Terroristen, die Extremisten, die ihn angreifen wollen, schon gewonnen. Und deswegen sind wir heute hier. Vielen Dank. Nachdem die Abstiegs- und Aufstiegsproblematik gleich bewältigt ist, spricht jetzt Helge Limburg von den Grünen. Ich möchte mal ganz kurz fragen, ist der Till hier? Der bringt uns nämlich Flyer mit. Das scheint nicht der Fall. Okay, dann machen wir jetzt weiter mit Helge. Einmal Vorschussapplaus hier, bitte. Liebe Leute, ich bin Helge Limburg, ich bin Mitglied der Grünen Landtagsfraktion hier in Niedersachsen und für Rechtspolitik zuständig. Wenn in Nordkorea oder im Iran oder in China oder in Syrien die Regierungen das Internet überwachen, dann sind sich alle westlichen Demokratien einig in ihrer Kritik und ihrer harschen Ablehnung und ihrer Verurteilung dieser Überwachungspraxis in diesem Regime. Wenn Großbritannien und die USA das Internet überwachen, dann hört man von einem Großteil der westlichen Regierungsmitglieder Schweigen. Das, liebe Leute, können wir nicht akzeptieren. Es gibt keine gute und schlechte Überwachung. Überwachung ist immer und überall ein Eingriff in Grundrechte. Wir akzeptieren diese Überwachung nicht. Aber warum demonstrieren wir eigentlich heute hier in Deutschland und nicht in London oder in Washington D.C.? Das machen wir deshalb, weil wir uns gar nicht nur an die britische Regierung oder die US-Regierung wenden müssen, sondern weil wir unsere eigene Bundesregierung dazu auffordern müssen, sich energisch gegenüber Großbritannien und gegenüber den USA für den Schutz der Grundrechte der Bürgerinnen und Bürger in Deutschland einzusetzen. Es ist beschämend, wie der deutsche Bundesinnenminister Friedrich sich zu PRISM und zu Tempora geäußert hat. Friedrich hat sinngemäß gesagt, das sei doch alles nicht so schlimm und es dient im Übrigen der Sicherheit. Lieber Herr Friedrich, Ihre Sicherheit wollen wir nicht. Wir wollen die Freiheit. Hey. Was hier passiert, ist nichts anderes als der Versuch, das Prinzip Sicherheit um jeden Preis durchzusetzen. Sicherheit um jeden Preis kann es aber in einem Rechtsstaat niemals geben. Denn eine Sicherheit, die so ausgestaltet ist, dass sie nur mit Totalüberwachung gewährleistet werden kann, das haben meine beiden Vorredner schon gesagt, eine solche Sicherheit zerstört den Rechtsstaat und die Grundrechte, die sie zu schützen vorgibt. Und darum lehnen wir das ab. Angela Merkel hat ja gesagt, das Internet sei für sie Neuland. Das kann man im Jahr 2013 so zur Kenntnis nehmen. Es gibt aber Dinge, die dürften selbst für Angela Merkel nicht Neuland sein. Und das sind das deutsche Grundgesetz mit seinem Fernmeldegeheimnis und das sind die UNO-Menschenrechtskonvention mit den Grund- und Menschenrechten. Liebe Angela Merkel, liebe Bundesregierung, diese Rechte müsst ihr auch im Jahr 2013 schützen und ihr könnt euch nicht rausreden, dass ihr davon keine Ahnung hättet. Es ist zu Recht von beiden Vorrednern gesagt worden, wir werden diesen Paradigmenwechsel hin zu einer Totalüberwachung
zu einer totalen Scheinsicherheit, die es letztendlich ist, niemals akzeptieren. Wir stehen hier, weil wir auch im Jahr 2013, auch im Internet, auch mit neuen Kommunikationsformen unsere Grund- und Freiheitsrechte niemals aufgeben werden. Vielen Dank. Ja, danke. Quatsch, ja doch, das war's. Jetzt redet. Wir ändern hier ganz bisschen die Planung. Deswegen wird jetzt erst der Tim Weber von Mehr Demokratie e.V. reden. Der ist auf dem Weg, hat eine rote Weste an. Und ja, viel Spaß und kleiner Applaus für Tim. So, kann man das ganz gut hören? Ja. Nein? Doch, doch, wenn man da steht, kann man es ganz gut hören. Also stellt euch alle da hin. So, dichter? Ja. Alles klar, vielen Dank. Liebe Freundinnen und liebe Freunde der Demokratie, heute demonstrieren wir hier in Hannover nicht nur gegen Prism und Tempora, heute findet auch ein bundesweiter Aktionstag für die Einführung bundesweiter Volksentscheide statt. Hier und in 50 anderen Städten in Deutschland und darum nimmt auch mehr Demokratie hier teil. Nun, was hat das Thema Volksentscheide denn nun mit Überwachung, mit Totalüberwachung und rund um die Uhr Überwachung zu tun? Zunächst einmal ist die Gewährleistung der Grundrechte Voraussetzung dafür, dass Demokratie funktioniert. Und das gilt natürlich nicht nur für die parlamentarische, sondern auch für die direkte Demokratie. Es geht hier nicht nur um den Schutz der Grundrechte, dass unsere Kommunikation geschützt wird, dass unsere informationelle Selbstbestimmung geschützt wird, sondern es geht auch darum, dass Artikel 1, Absatz 1 des Grundgesetzes geschützt wird. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu schützen und zu achten ist Aufgabe aller staatlichen Gewalt. Wenn meine Kommunikation jederzeit überwacht werden kann, dann fühle ich mich in meiner Würde verletzt. Wenn ich Wörter wie Bombe, Terror oder Anschlag verwende, man muss ja nur mal kurz überlegen, wie schnell man das in der Alltagskommunikation benutzt, diese Begriffe. Ja, diese Idee hat eingeschlagen wie eine Bombe. Du, ich habe mal einen Anschlag auf dich vor. Oder, ey, zu Hause, das ist im Moment der reinste Terror. Das sind die Suchbegriffe, dann bin ich schon in der Fahndung. Und wenn das so ist, wenn ich dann überwacht werde, dann fühle ich mich in meiner Würde verletzt. Ich fühle mich in meiner Würde verletzt, wenn meine Freunde und deren Freunde befürchten müssen, überwacht zu werden, weil sie mit mir kommunizieren oder mit mir in Kontakt stehen. Bei Prism und Tempora haben wir es natürlich mit der internationalen Ebene zu tun. Da ist gar nicht nur Deutschland der Buhmann, sondern das ist die US-amerikanische Regierung und die britische Regierung, der Geheimdienst. Und natürlich fühlt man sich dort auch etwas ohnmächtig. Wenn wir von Mehr Demokratie e.V. mit Menschen über Volksentscheide reden, dann ist das nicht immer nur Zustimmung, sondern es gibt auch Zweifel. Wir werden gefragt, ja, können die Menschen das denn? Können die über Grundrechte abstimmen? Wenn wir Volksentscheide über Grundrechte haben, wird es dann nicht zu einer Einschränkung der Grundrechte kommen. Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, da ich nicht in die Zukunft gucken kann, kann ich euch das nicht versprechen, wie die Menschen abstimmen. Wenn ich mir aber die letzten 20, 25 Jahre parlamentarischer Demokratie in Deutschland angucke, dann kann ich euch sagen, hier wurden die Grundrechte permanent eingeschränkt. Kann ich einmal kurz ablösen? Und ich habe nicht das Gefühl, dass hier eine sachliche Diskussion geführt wird, sondern es ist ein Klima der Angst, das erzeugt wird. Seit 9/11 ist es der internationale Terrorismus, der uns bedroht. Und es stimmt ja, es gibt Terrorismus. Aber über den wird nicht sachlich diskutiert, sondern es wird mit Angst diskutiert. In den 90er Jahren war es nicht der internationale Terrorismus, nein, da war es die organisierte Kriminalität, die uns bedroht. Und in den 90er Jahren, das fing 93 an, wurde erstmal das Recht auf Asyl eingeschränkt. Da wurde gesagt, das Boot ist voll und wir werden überfremdet. Dann wurde weiter in den 90er Jahren das Briefgeheimnis eingeschränkt und es wurde der große Lauschangriff eingeführt. Und hier waren die Argumente, wir müssen etwas tun gegen die organisierte Kriminalität. Und ich kann nur sagen, ich habe mich auch damals, als ich das beobachtet habe, sehr ohnmächtig gefühlt, weil ich als Staatsbürger, ich als Souverän, konnte in diese Debatte nicht eingreifen. Ich konnte meine Stimme erheben, aber ich konnte nicht verbindlich darüber abstimmen. Und ich wünsche mir, dass über solche wichtigen Fragen auch Volksabstimmungen stattfinden. Und ich bin mir sicher, dass dann die Chance einer öffentlichen Diskussion und auch einer sachlichen
sachlicheren Diskussionen, als wir es im Parlament erleben haben, die Chancen zumindest größer wären. Kannst du noch 5 Minuten? Ja. Frau Merkel, sagen Sie bitte, Mr. Obama und Mr. Kamerow, diese Aushörung, Ausspitzelung, Überwachung muss ein Ende haben. Setzen Sie sich dafür ein, Frau Merkel. Frau Merkel, bitte betrachten Sie Mr. Snowden als einen sehr mutigen Menschen und ignorieren Sie ihn nicht als jemanden, der etwas Verbotenes getan haben. Wir verdanken Mr. Snowden und seinen Mut sehr viel. Yay! Frau Merkel, bitte verteidigen Sie unsere Würde, denn die wird angegriffen. Und Frau Merkel, noch eins. Bitte hören Sie endlich auf, die Einführung des bundesweiten Volksentscheids zu blockieren. Denn zu meiner Würde gehört es nicht nur, dass meine Grundrechte geschützt werden, sondern ich will bei wesentlichen Fragen, die mich betreffen, auch selber mitentscheiden. Vielen Dank. Ja, das ist vom Mikro. Wir möchten einmal hier die Neue Mitte, das ist eine Partei in Gründung, die offensichtlich rechtspopulistische Tendenzen verfolgt. Wir möchten euch hiermit auffordern, euch von der Versammlung ganz weit fernzuhalten. Danke. Ansonsten ist der Till jetzt da. Er bringt uns nämlich Flyer mit. Das ist nicht der Fall. Dann würde ich jetzt einmal die Katharina Nockhuhn-Cutter auf die Bühne bitten. Einmal Applaus der Cutter. Okay, ich danke dir, ne? Ja, hallo. Schönen guten Tag. Mein Name ist Katharina Nockhuhn. Ich bin politische Geschäftsführerin der Piratenpartei und ich bin auch Bürgerrechtlerin, weil mir das Thema extrem wichtig ist. Wissen Sie, meine Eltern haben rübergemacht nach Deutschland damals, vor der Wende noch, weil sie überwacht worden sind, weil sie sich in der Widerstandsbewegung engagiert haben, in der Solidarność-Bewegung. Sie haben Unis besetzt. Sie wurden mit Maschinengewehren aus der Uni getrieben. Wenn ich Ihnen erzählt habe, wir machen das jetzt auch mit Studienprotesten, haben Sie mich so ein bisschen ausgelacht. Na, das ist ja Kindergeburtstag. Was wir damals erlebt haben, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Meine Vorfahren haben sich im Widerstand engagiert, 1939, 38. Mein Urgroßvater hat sich ein Gewehr irgendwann über den Kopf geschnallt und nicht über den Kopf, über die Schulter geschnallt, ist mit seinen Kumpanen in den Wald gezogen und ist in den Widerstand gegangen, weil er geglaubt hat, dass für das Wichtige zu kämpfen, für die Freiheit, gegen Unterdrückung und gegen Überwachung. Und heute stehe ich im Supermarkt vor einem Regal und kann mich frei entscheiden zwischen 20 unterschiedlichen Ketchup-Sorten. Aber eines, und das haben sich meine Eltern für mich gewünscht, dieses eine Ding hat sich nicht für mich geändert. Die Geheimdienste machen immer noch meine Post auf. Und das ist einfach etwas, das nicht geht. Hey! Das heißt ja immer so schön, die Gedanken sind frei. Aber wir müssen uns fragen, sind die Gedanken wirklich so frei, wenn Geheimdienste wie Zecken sich parasitär an unseren Kabeln anzecken und unsere Daten abgreifen, wenn sie uns rastern und vorverurteilen nach Dingen, die wir einmal gesagt haben? Und vielleicht kann uns das in 10 Jahren auf die Füße fallen. Wir wissen es nicht. Wir wissen aber, dass wir überwacht werden und das ist nicht in Ordnung. Und wie frei kann sich die freie Welt in dieser Situation nennen? Welches Recht haben wir eigentlich dann noch, mit dem Finger auf Staaten zu zeigen wie China und Iran, wenn wir selbst in diesem Punkt kein Deut besser sind? Nee. Es gab mal so etwas wie die Unschuld.
Unschuldsvermutung. Und ich glaube, das ist eine sehr wichtige, sehr grundlegende Entscheidung, die wir in der Demokratie an dieser Stelle getroffen haben. Das bedeutet, solange ich mir nichts zu Schulden habe kommen lassen, solange keine Anzeige gegen mich vorliegt, solange keine Beweise vorliegen, dass ich etwas plane, dass ich etwas verbrochen habe, solange bin ich frei. Und zwar auch frei von Verdacht, frei von Überwachung. Das gilt leider nicht mehr. Bei Überwachung ist es so, dass erstmal jeder betroffen ist. Jeder ist nicht mehr frei von Verdacht. Diese Freiheit von Verdacht ist einer der grundlegenden Freiheiten, die wir haben. Denn wenn jemand verdächtigt wird, etwas zu planen, wenn jemandem strukturell misstraut wird, dann setzt die Schere im Kopf ein, der Zensor im eigenen Kopf. Man weiß nicht, wie könnte das verstanden werden, wenn ich sage, das ist Bombe oder, ja genau, wie vorher Tim schon gesagt hat, lass uns mal einen Anschlag planen. Und das ist vielleicht gar nicht so gemeint. Vielleicht meinen wir einfach nur, dass wir zu einer Party gehen wollen. Und dieser ständige Prozess, der uns in einer Überwachungsgesellschaft gemacht wird, unterscheidet sich sehr stark von einem Prozess in einem Rechtsstaat. Und zwar ist es nicht so, dass wir darüber informiert werden, dass ein Verfahren gegen uns läuft. Wir können uns keinen Anwalt nehmen. Wir haben auch nicht mehr das Recht zu schweigen. Denn alles, was wir sagen, wird abgegriffen. Und auch das, was wir unserem Anwalt vielleicht sagen, wird dann abgegriffen. Und in diesem Punkt gilt der Rechtsstaat nicht. Es wird immer gesagt, das Internet sei ein rechtsfreier Raum. Ich stelle die These auf, die Geheimdienste sind der eigentliche Rechtsraum in dieser Demokratie. Hey! Es wird ja auch immer gerne betont, ich habe nichts zu verbergen. Es sind immer die anderen, die verdächtig sind. Man sollte immer den anderen missbrauchen. Man selbst ist sauber, man selbst kennt sich ja. Aber man weiß auch nicht so richtig, was der Nachbar plant, wenn man in der U-Bahn steht. Kommt vielleicht Durchsagen, dass man auf Gepäckstücke achten soll. Da sieht jemand vielleicht anders aus, hat eine andere Hautfarbe. Und dieses grundsätzliche Misstrauen zerfrisst die Solidarität in der Gesellschaft. Muss man auch mal betonen, dass Überwachung immer an den Schwachen ausprobiert wird. Es sind immer die Leute, die keine Lobby haben, die Leute, für die sich niemand einsetzt, an denen schrittweise einzelne Überwachungsinstrumente ausprobiert werden. Ein Beispiel sind Migranten. Nach dem 11. September gab es Rasterfahndungen, wurden Universitäten angerufen und da wurde gesagt, rückt mal alle Daten raus von Leuten mit einem arabischen, muslimischen Hintergrund, wir wollen wissen, wer bei euch studiert. Einfach so. Die Leute haben nichts gemacht. Sie sind einfach in einem anderen Land geboren worden. Und das ist menschenverachtend. In diesem Moment gelten grundlegende Menschenrechte nicht. Und ich muss ganz klar sagen, ich habe verdammt viel zu verbergen. Ich habe ganz viel zu verbergen. Ich habe viele Dinge, die ich meinen Eltern nicht erzähle, viele Dinge, die ich meinem Partner nicht erzähle, viele Dinge, die ich meinen Freunden nicht erzähle. Es gibt einen Grund, warum ich nicht alles über mich ins Netz kippe. Und zwar, weil ich Geheimnisse haben möchte. Geheimnisse machen Menschen besonders. Geheimnisse machen Menschen einzigartig. Und diese Geheimnisse, dieses Recht, besonders zu sein, wird uns genommen, wenn es flächendeckend überwacht wird. Und vielleicht... Das ist bei mir gar nicht so schlimm, aber denkt vielleicht mal, seid mal solidarisch für einen Moment. Denkt an eure Freunde, die vielleicht schwul sind und das nicht offen sagen wollen. Denkt an eure Freunde, die chronisch krank sind und das nicht ihrer Krankenkasse mitteilen wollen, weil sie noch einen Vertrag abschließen wollen. Denkt an die Leute, die vielleicht ein Verbrechen begangen haben, die aber in einem Rechtsstaat genauso das Recht haben zu schweigen und genauso einen Anwalt zu nehmen. Denn ansonsten haben wir einfach die grundlegenden Fundamente einer Demokratie an dieser Stelle verloren, nämlich die Solidarität. Das Grundgesetz hat im Übrigen vorgesehen, dass jeder von uns etwas zu verbergen hat. Es gibt das Fernmeldegeheimnis, die Würde des Menschen war mal unantastbar. Journalisten müssen ihre Quellen schützen. Ansonsten können sie nicht Missbrauch und Korruption aufdecken. Bei der Vorratsdatenspeicherung in Polen ist es zu interessanten Fällen gekommen, wo die Regierung plötzlich angefangen hat, Vorratsdaten von Journalisten abzugreifen, um herauszufinden, wer im Ministerium über Korruption und Missbrauch plaudert. Und das sind eben die Dinge, die passieren. Das ist in Frankreich übrigens auch passiert. Und das wird in Deutschland ebenso passieren, wenn der nächste Korruptionsskandal, wenn der nächste Berliner Flughafen gebaut wird und irgendein Journalist etwas aufdeckt. Und ja, wenn ein neuer Überwachungsskandal wieder auftaucht und wenn wir vielleicht einen deutschen Snowden haben oder einen deutschen Manning, der so mutig ist, aufzustehen, dann werden Journalisten auch hier mit diesen Methoden ausgeforscht. Und das müssen wir an dieser Stelle verhindern. Hey! Und das Recht
auf Privatsphäre oder etwas zu verbergen zu haben, bedeutet eben nicht nur Geheimnisse haben zu dürfen, sondern es hat etwas auch mit Anstand zu tun. Wenn ich auf die Toilette gehe, weiß doch jeder, was ich dort mache. Das bedeutet aber trotzdem nicht, dass ich die Tür auflassen muss. Wenn ich... Hey! Wenn ich mal wieder gestresst bin, weil so viele Leute um mich rum sind, die beispielsweise bei dieser Demo, genieße ich es unglaublich, mich in meine kleine vier Wände zurückzuziehen, mit einer Freundin mich an den Küchentisch zu setzen, mit einem Bier in der Hand und die Revolution zu planen. Und ja, an diesem Küchentisch wurden schon mehrere Revolutionen geplant. Wenn ich einen falschen Hals bekommen würde, er könnte mir ohne weiteres den Prozess machen. Ja, ich bin ein potenzieller Gefährder, das muss ich an dieser Stelle sagen. Wie jeder Mensch Anfang 20 mit Idealen. Bravo! Und vielleicht wusstet ihr noch nicht, die Leute, die sagen, sie haben nichts zu verbergen, sind meistens die Ersten, die Toilette putzen, bevor Besuch kommt. Und wir kennen ja Geheimdienste meistens nur aus dem Fernsehen, aus den tollen Kinofilmen, wo James Bond heldenhaft in der Welt herumreist, die Lizenz zu töten hat, das heißt, sich außerhalb des Rechtsstaates bewegen kann und einfach Leute abballert aufgrund von Geheimdienstinformationen. Wir stellen uns das total toll vor, sieht auch toll aus in Kinofilmen. Die Frage ist nur, wie ist das in der Praxis? Es ist überhaupt nichts Heldenhaftes daran, wenn irgend so ein abgefuckter James Bond in meinem digitalen Hinterhof sitzt und meinen digitalen Müll durchwühlt, nach Schlüpfern, die ich irgendwann mal weggeworfen habe, welche Internetseiten ich besuche und was ich meinem Freund so alles erzähle. Das hat überhaupt nichts Heldenhaftes, das ist einfach nur widerlich. Das ist ein Eingriff in meine Privatsphäre, das ist Schnüffelei. Bravo! Und ich war letztens in so einer netten Podiumsdiskussion mit einem Vertreter einer Polizeigewerkschaft, der auch öfter mal Bürgerrechte übrigens Karlsruhe-Touristen nennt. Ja, verächtlich. Diese Leute, die immer nach Karlsruhe gehen und seine Gesetze kaputt machen, widerlich sowas. Ich bin einer davon, ich bin stolz drauf. Jedenfalls, dieser Mann hat gesagt, na, Sie müssen sich das ja nicht so vorstellen, dass die Leute dann halt irgendwie da in den Geheimdienstbüros sitzen, die mittlerweile auch ziemlich groß sind, wie man ja weiß. Da sind ja Tausende von Menschen angestellt, aber die haben ja auch gar nicht die Zeit, diese ganzen Millionen Telefone abzuhören, also müsste man sich ja auch gar keine Sorgen machen. Dazu muss ich sagen, ja klar, man macht sich nicht mehr persönlich die Finger schmutzig, weil das wäre ja auch, dann würde einem vielleicht auch auffallen, wie dreckig das eigentlich ist, jemanden im Schlafzimmer reinzugucken, jemanden zuzugucken, wie er bei Beate Use irgendwas bestellt. Das ist ekelhaft. Also meine Eltern haben mir beigebracht, es ist einfach unanständig zu schnüffeln. Es ist unanständig, an Leuten hinterher zu schnüffeln. Stalking ist etwas Verwerfliches. Ja, der Geheimdienst macht es aber. Aber man macht sich ja selber nicht die Finger schmutzig, denn man hat ja Algorithmen. Und diese Algorithmen sind ja super rational. Diese Algorithmen, da geht dann irgendwann vielleicht ein Lämpchen auf. So, hier hat jemand was potenziell Gefährliches geschrieben. Da wird eine Revolution an dem Küchentisch geplant. Blink, potenzieller Gefährder, wir müssen jetzt handeln. Da müssen wir uns fragen, was sind eigentlich Algorithmen und was sind Menschen? Was sind Computer, was sind Menschen? Algorithmen stellen fest, ab wann etwas abnormal ist. Und dann geht der Alarm an. So, ich habe lange darüber nachgedacht, ob ich einen Menschen kenne, der normal ist. Ich bin zu dem Ergebnis gekommen, ich kenne keinen. Denn wenn man jemanden erstmal kennenlernt, merkt man, jeder ist einzigartig, jeder ist ein Individuum. Hey! Und in dem Moment, wo wir Leute rastern, sprechen wir ihnen dieses Recht auf Individualität, dieses Recht auf Einzigartigkeit eben ab. Wir sehen Menschen als einen Algorithmus, eine Zahl, eine Gleichung, die deterministisch ist. Das heißt, man geht davon aus, man kann vorhersagen, was jemand macht. Aber wenn man davon ausgeht, dass man vorhersagen kann, was jemand macht anhand der Vergangenheit, gibt es dann noch einen freien Willen, frage ich mich. Setzt dieses System einen freien Willen voraus? Ich glaube nicht, und das ist menschenverachtend. Denn wenn wir davon ausgehen würden, dass wir eh keinen freien Willen haben, ja, wozu brauchen wir denn noch die Demokratie? Wozu brauchen wir Wahlen? Dann braucht uns auch niemand mehr zu fragen. Und das ist die philosophische Grundlage, die hinter dieser Annahme steht, dass wir Leute anhand von Algorithmen rastern dürfen. Und das sieht Misstrauen. Und das
konkret ganz viel Misstrauen in der Gesellschaft und ganz viel Angst. Und ich glaube, das Wichtigste in der Gesellschaft ist, dass wir Solidarität füreinander haben, dass wir Mitgefühl haben, dass wir eben nicht Angst voreinander haben, wenn wir in der U-Bahn stehen und jemand in der fremden Sprache spricht, dass wir nicht am Flughafenterminal Leute verdächtig angucken, die ein großes Gepäckstück haben. Nein, das ist Angst, das ist Misstrauen. Und das hält unsere Gesellschaft nicht zusammen. Es gibt einen Unterschied zwischen Angst und zwischen Freiheit. Angst wird kleiner dadurch, dass ich sie teile. Ich teile hiermit meine Angst vor der Überwachungsgesellschaft mit euch allen. Und ich weiß, dass wenn wir zusammen stark sind und dagegen aufstehen und uns wehren, dann können wir auch verhindern, dass etwas passiert, das technisch vielleicht möglich ist. Es ist technisch möglich, ohne weiteres einen Überwachungsstaat heutzutage zu errichten, mit relativ geringen Kosten. Niemand muss sich die Hände schmutzig machen. Wir haben dafür ja auch Algorithmen und so weiter und so fort. Das brauchen wir aber nicht. Wir alle müssen anfangen, potenzielle Gefährder für den Überwachungsstaat zu werden. Wir alle müssen anfangen, mutig zu sein und unsere Freiheit zu verteidigen und aufhören auch mit dem Zensur im eigenen Kopf. Eine Freundin meinte letztens, ich wollte dir was auf Facebook posten. Ich habe es nicht getan. Ich habe nämlich mir das dreimal durchgelesen und ich habe lange überlegt. Normalerweise brauche ich 2 Minuten, um halt irgendwie dir eine Mail zu schreiben. Aber diesmal hat es so lange gedauert. Weißt du, das mit der NSA, das verwirrt mich wirklich. Und das macht was mit Menschen. Dieser Zensor im eigenen Kopf ist die erste Folge der Überwachung. Überwachung ist so ähnlich wie Radioaktivität. Man merkt erstmal nichts, es schmeckt alles gleich, es fühlt sich alles gleich an. Im Ketchup, also wir können immer noch aus 20 Ketchup-Sorten wählen, im Supermarkt alles total frei, alles gut. Aber dieser Zensor im Kopf macht zukünftige Demokraten kaputt. Wir müssen uns mal fragen, was passiert mit unseren Kindern, die in der Gesellschaft aufwachsen, die wissen, dass der Geheimdienst mithört, die wissen, dass sie potenzielle Gefährder sind, die nicht ermutigt werden, denen nicht Vertrauen geschenkt wird, sondern denen gesagt wird, wir als Staat misstrauen dir, du bist ein potenzieller Gefährder, du könntest ein Terrorist sein, aber bitte vertrau doch den Geheimdiensten, auch wenn sie ein rechtsfreier Raum sind. Das geht wirklich nicht. Darüber nachgedacht, was Freiheit in meiner Familie angerichtet hat. Freiheit hat ganz viel eingerichtet. Ganz viele Kinder mussten ohne Eltern aufwachsen. Ich musste in einem anderen Land aufwachsen, weil eben in meiner Familie immer wieder Leute gesagt haben, wir müssen für die Freiheit kämpfen, egal was es für uns persönlich kostet. Das ist es uns wert. Und manchmal, da denke ich mir echt jedes Mal, wenn jemand sagt, ich habe nichts zu verbergen, da stirbt ein Stück in mir. Weil ich es nicht verstehen kann, wie jemand einfach diese Freiheit, für die andere Leute gestorben sind, für die andere Leute gekämpft haben, für die andere Leute echt viel aufgegeben haben, wie man das einfach so wegwerfen kann, wie man einfach sagen kann, ist mir egal, was mit der Welt passiert, ist mir egal, was mit dem Schwachen passiert. Das ist an dieser Stelle purer Egoismus, das ist auch ein Stück weit Arroganz und das ist auch ein ganzes Stück weit Naivität, die den Leuten noch auf die Füße fallen wird. Ich möchte aber nicht, dass diese Fehler nochmal gemacht werden. Ich möchte, dass wir vorher bitte erkennen, dass wir in die falsche Richtung gehen und wieder zurückgehen auf den Pfad von Demokratie. Und manchmal, da denke ich mir, wenn die Piraten doch eines Tages ihre Zeitreisemaschine gebaut haben, bin ich echt kurz davor, zurückzureisen und zu sagen, liebe Leute, den Leuten ist es überhaupt nicht wert, diese Freiheit, diese Demokratie. Die wissen das überhaupt nicht zu schätzen. Packt eure Gewehre wieder ein, verbuddelt den Sprengstoff, geht wieder nach Hause, seid rechtschaffene Bürger, was auch immer für ein Recht ihr in eurem Staat habt, egal ob 39 oder 88 oder 89. Sorgt dafür, dass ihr nichts zu verbergen habt, denn das ist es den Leuten nicht wert. Aber dann merke ich, das kann ich nicht, denn ich habe einen freien Willen. Ich bin nicht determiniert und ich möchte nicht, dass diese Gesellschaft diesem Determinismus folgt, dass alles technisch Machbare möglich ist. Denn dann zerstören wir die Grundlage des menschlichen Miteinanders, denn dann nehmen wir uns den freien Willen und den haben wir. Hey, danke Katha. Wie ihr vielleicht mitbekommen habt, sind hier Flyer unterwegs von unserem Bündnis. Ich will einmal denjenigen, dem ich sie gerade in die Hand gedrückt habe, das ist der Thomas, hier nach vorne bitten. Dann holt euch alle bitte Flyer ab, verteilt die an Passanten, an alle Leute, macht unser Thema bekannt. Ach ja, Katha, auch nochmal vielen Dank. Kann mir jemand einen Flyer geben? So, ich noch einmal, wir werden jetzt gleich loslaufen.
Ich hoffe, ihr seid alle dabei. Könnt ihr das einmal bestätigen? Ja, ganz laut. Super. Okay, ich möchte noch einmal ganz kurz erzählen, wer hier jetzt alles bei war. Ich lese das vor, so wie es auf dem Flyer steht. Das sind die Netzaktivisten. Das ist Anonymous. Das ist die Piratenpartei. Das sind die Grünen, die jungen Piraten, die Julis, die Linke, Blockupy, der Deutsche Gewerkschaftsbund, die Grüne Jugend, die Freien Wähler, Digitale Gesellschaft e.V., Attac Hannover, Mehr Demokratie e.V., Digital Courage e.V. und einige andere. Ich danke euch sehr, sehr vielmals und ich möchte noch meiner Mama danken, weil die hat am Freitagabend, die ist über 50 und die hat Freitagabend eigenhändig Flyer geschnitten für die Demo und bitte einmal Dank an meine Mama. Und das sollte ich auch zeigen, das ist hier kein Thema für nur für junge Leute, es geht uns einfach alle an, weil wir alle überwacht werden. Okay, ich würde sagen, jetzt wäre es ganz cool, wenn der Demozug sich formieren könnte. Wir gehen hier Richtung, könnt ihr mich sehen, diese Richtung. Vielleicht macht es einfach so, dass alle, die große Transparente haben, irgendwie nach vorne kommen, aber nicht alle auf einmal. Ja, ihr habt Schilder mitgebracht, ihr Fahnen mitgebracht, das sehe ich, das finde ich total super. Ich würde die Piratenpartei einmal bitten, nicht komplett nach vorne zu gehen. Das ist hier keine Piratenaktion, sondern eine